Ja, liebe Fans, der FSV Frankfurt im Trainingslager in Österreich. Bei mir jetzt Lukas Guganik, vor einer Woche erst als Neuzugang zum FSV gekommen. Wie ist es denn für dich bisher hier im schönen Schloss Mühldorf? Für dich als Österreicher muss es ja quasi ein Heimspiel sein. Ja, ist sozusagen ein Heimspiel für mich. Ich finde, die Bedingungen sind top. Also das Hotel ist sehr gut, das Essen, auch die Trainingsplätze. Und wir arbeiten hart, um eine gute Saison zu spielen. Gestern hattet ihr ja auch das Testspiel gegen Jablonec, ein 2:2, der Ausgleich gefallen nach einem schönen langen Pass von dir auf Fanol Perdedai. Wie zufrieden wart ihr mit dem Spiel? Ja, ich denke, das Ergebnis ist okay, aber wir wollten auf jeden Fall gewinnen, aber der Gegner war stark und wir haben alles gegeben und ich denke, man kann zufrieden sein mit dem Spiel. Auch mit den Trainingsbedingungen hier vor Ort. Ich meine, der Trainingsplatz ist direkt hier vor den Toren des wirklich schönen Schlosses. Für euch natürlich optimal, oder? Ja, optimal. Die Wege sind kurz und ja, wir trainieren auch täglich zweimal. Und ja, die Plätze sind wirklich sehr gut und wir bereiten uns gut auch vor. Wie sehr macht euch die Hitze hier zu schaffen? Ja, ist natürlich schon sehr heiß und täglich über 35 Grad. Aber ja, damit muss man klarkommen. Es kann auch in der Saison mal vorkommen, dass man bei heißem Wetter spielt. Aber ich denke, bis jetzt läuft alles gut. Kurzes Schlusswort von dir. Was hast du für ein Gefühl, ihr Neuzugänge? Wie seid ihr bis jetzt in die Mannschaft aufgenommen worden? Ja, ich bin sehr gut aufgenommen worden. Ich verstehe mich mit allen Spielern gut. Wir haben auch wenn das Trainingslager natürlich hart ist, haben wir viel Spaß untereinander. Und da gibt es überhaupt keine Probleme mit dem Team. Wir sind mal gespannt auf die nächsten Tage hier im Trainingslager in Österreich und werden uns die Tage natürlich wieder melden. Bis dann.